Es fängt in der Schule an und es geht weiter. Im Beruf, Leistung, Konkurrenz, besser sein als die anderen, Angst haben, nicht mithalten zu können. Je perfekter man sich diesem System angepasst hat, desto größer die Gewinnchance. Und wer scheitert, ja, der hat sich eben als nicht systemkompatibel erwiesen. Soweit so bekannt, aber jetzt hat sich dieses uns bekannte System in etwas Neues, noch Unheimlicheres verwandelt. Ein Wirtschaftssystem, das nicht mehr von Produkten und Gütern lebt, sondern von Information. Information über uns. Dank der rasanten Vernetzung und Digitalisierung unseres gesamten Alltags weiß das System über jeden Einzelnen von uns, ob er kompatibel ist oder ein Loser, und zwar noch bevor wir es selber wissen. Lassen wir uns die Konsequenzen erläutern von der äußerst kompetenten Harvard-Wirtschaftsprofessorin Shoshana Zuboff. Wir waren unendlich naiv. Wir dachten immer, Geheimdienste überwachen nur Terroristen. Google, Facebook und Apple nutzen unsere Daten nur, um uns das Leben leichter zu machen. Tatsächlich können Internetkonzerne und Sicherheitsdienste heute schon vorhersagen, was wir morgen tun werden. Erst jetzt wird uns langsam bewusst, was es bedeutet, dass die wertvollsten Rohstoffe der Welt nicht Gold oder Erdöl sind, sondern unsere Daten. Wir stehen am Anfang einer völlig neuen Epoche des Wirtschaftens. Wir bewegen uns vom industriellen Zeitalter hin zu einer neuen Art der Wirtschaft, die auf Information basiert. Und die Grundlage dieser Wirtschaftsform ist die Überwachung. Der staatliche Sicherheitsapparat und private Internetfirmen haben ein gemeinsames Interesse, die Kontrolle über unendlich große Datenmengen auszuüben. Das ist extrem beunruhigend. Wie bei der Überwachung unserer Daten militärische und ökonomische Logik verschmelzen, haben die Enthüllungen des NSA-Whistleblowers Edward Snowden deutlich gemacht. Amerikanische Internetkonzerne ermöglichen der NSA eine Live-Überwachung ihrer Kunden. Weil Snowden den E-Mail-Dienst Loverbit benutzt haben soll, machten die Behörden Druck auf Loverbit-Betreiber Ladar Leveson, bis der sich entschloss, sämtliche Daten zu löschen und seine Firma zu schließen. Loverbit ist ein zentrales Beispiel für das, was wir hier diskutieren. Denn das Geschäftsmodell von Loverbit war, den Kunden einen sicheren E-Mail-Verkehr zu garantieren. Und jetzt kommt die NSA und will den Verschlüsselungscode für sämtliche Daten sämtlicher Kunden. Das ist ein fundamentaler Angriff auf die Existenzberechtigung dieser Firma. Shoshana Zuboff hat das alles vorhergesagt. Vor 30 Jahren veröffentlichte sie Zuboffs Gesetze, die besagen, sämtliche Daten, die gesammelt werden können, werden gesammelt und für Überwachung und Kontrolle genutzt. Als die Computertechnologie noch in den Anfängen steckte, war ihr bereits klar, dass Daten die Währung des neuen Wirtschaftsmodells sein würden. Und sie fand heraus, dass Firmen dann besonders erfolgreich waren, wenn sie diese Währung im Interesse ihrer Kunden einsetzten. Der Durchbruch zu dieser neuen Ökonomie war für Zuboff Apples iPod. Denn während die Musikindustrie mit Strafandrohungen versuchte, Konsumenten daran zu hindern, Musik aus dem Netz herunterzuladen, machte der iPod genau das zum Geschäftsmodell. Plötzlich konnte sich jeder genau die Musik zusammenstellen, die er wollte. Die nächste Stufe des Kapitalismus beruht auf einer völlig neuen Logik, in der die Interessen des Verbrauchers an erster Stelle stehen. Der gesamte Wirtschaftsprozess setzt bei der individuellen Selbstbestimmung des Kunden an und nicht mehr wie bisher bei den Firmen, die Produkte herstellen und sie dann den Kunden reinwürgen. Die besondere Fähigkeit des Kapitalismus ist seine Anpassungsfähigkeit. Der jetzige Epochenumbruch ist nur zu vergleichen mit Henry Fords Einführung der industriellen Massenproduktion, als er begann, Autos nicht mehr nur für die Oberschicht zu bauen, sondern für jedermann. So wie Henry Ford machte sich auch Apple bisher unerkannte Bedürfnisse der Verbraucher zunutze. Die einzigartige Erfolgsgeschichte von Apple begann mit dem Anspruch, die Bevormundung der Konsumenten durch den großen Bruder, die Macht der großen Konzerne, zu brechen. Heute sind Apple und die anderen Technologiekonzerne selbst der große Bruder.
Die Konzerne stolperten über die Logik ihres eigenen Erfolgs. Sie hatten nicht verstanden, wodurch sie so reich geworden waren. Sie benutzten die Daten ihrer Kunden für kurzfristige Profite und verrieten dabei deren Interessen. Aber wir Verbraucher können uns wehren. Denn wir sind es ja, die die Firmen reich und erfolgreich machen. Der Fall Lavabit und sein Betreiber Ladar Levison zeigen, dass es auch Firmen gibt, die ihr Geschäftsmodell nicht verraten und dem Druck der Datensammler nicht nachgeben. Levison ist für Shoshana Zuboff ein Vorbild im Kampf um unsere Selbstbestimmung, in dem wir erst ganz am Anfang stehen. Ladar Levison hat die Integrität, die geistige und moralische Klarheit aufgebracht zu sagen, das ist eine Linie, die ich nicht überschreiten kann. Das ist eine Grenze, die ich nicht verletzen darf. Denn wenn ich das tue, dann gibt es keinen Grund mehr dafür, dass meine Firma existiert. Thomas Jefferson, der Vater der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, soll gesagt haben, es sei die Pflicht jedes Patrioten, seine Heimat vor seiner Regierung zu schützen. Wenn wir uns nicht dagegen wehren, dass unsere privaten Daten von Geheimdiensten und Konzernen permanent ausspioniert werden, dann, so Shoshana Zuboff, ist George Orwells Vision einer Totalüberwachung ein realistisches Szenario für die Zukunft.